Als ich auf Amazon gesehen habe, dass es von Mora ein Survival-Kit gibt für das Ganzbol oder das Garberg, konnte ich einfach nicht widerstehen. Wenn du wissen willst, ob du als Mora Ganzbol oder Garberg-Besitzer sowas brauchst, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Ostmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Da ist es nun, nein, ich habe das wirklich auf Amazon gesehen und habe gedacht, oh, ich muss es haben. Was ist das? Das ist ein Kunststoffteil. Auf der einen Seite hast du eine Diamantplatte und auf der anderen Seite ist ein Feuerstahl. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, und zwar irgendwie Universalfeuerstahlhalterung, ja, für unseren Biber und für unseren Irbis. Dass das jetzt billige Eigenwerbung war, das ist ja ganz klar und so ist es überhaupt, aber egal. Die Idee finde ich großartig. Du kannst das um die Scheide stecken. Da ist, hier hinten sind so kleine Einbuchtungen, das kannst du sicher gut sehen. Und dann rastet das hier ein und dann sitzt das auch. Also ich habe es jetzt noch nicht Langzeit getestet und wir machen auch den ersten Feuerstahlversuch gemeinsam, daher weiß ich das noch nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach runtergeht. Übrigens, wenn du Moon und so weiter hörst, ja, liegt das daran, dass ich ja im Buschkraftareal bin und aktuell laufen die Rindviecher rund um mich herum. Keine Sorge, sie werden mich nicht fressen, aber es hat alles seine Richtigkeit, wenn du ein Mu hörst. Wollen wir es einfach einmal ausprobieren? Ja, ich finde schon, dass das irgendwie gehört. Also das Ganzbol habe ich ja schon mehrfach vorgestellt. Das ist einfach ein Schneidteufel. Also jeder, der ein schnittiges, schneidiges Schneidwerkzeug sucht, ist bei dem wirklich richtig. Und das sage ich wirklich, kauf dir das, wenn du das willst. Wirklich super Messer. Und ich glaube, dass sich die Mora-Leute gedacht haben, wie können wir unser Produkt noch einmal ein bisschen verbessern und haben hier diesen Feuerstahl einmal mit eingebaut. Wenn du dir das anschaust, konstruktiv, dann ist hier so ein kleiner Schlitz mit dabei. Auch hier hast du eine dazugehörige Ausnehmung oder ich weiß nicht, wie ein Nut schaut das irgendwie aus. Und dann rastet das hier ein. Und das ist ungefähr dasselbe Prinzip wie hier. Nicht ganz, aber so ungefähr. Ja, ob das halten wird auf Dauer, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber jetzt probieren wir einen Feuerstahl aus. Ich finde die Idee nämlich auch charmant. Der Feuerstahl ist durchaus in Ordnung von der Größe, kann man auch ganz gut packen. Es ist standardmäßig so ein Lanyard mit dabei, das habe ich nicht montiert. Aber wenn du das auch noch montierst, dann hast du noch einmal ein bisschen mehr Grip. Und schau mal, also wenn der nichts kann, dann weißt du was. Nein. Das passt alles gut, kann man schön Funken machen, einfach weil ja, das für das Messer auch gut passt. Also da sehe ich kein Problem und ich sehe auch kein Problem, wenn du den Feuerstahl abarbeitest, ja, weil ja hier der Bereich ist, bei dem das einrastet, glaube ich auch nicht, dass das rausfallen wird. Ja. Vielleicht wird da der Kunststoff irgendwann einmal nachgeben oder so, das könnte sein, aber glaube ich eher nicht. Aber ich glaube, dass das ganz gut passt und auch hält. Das ist jetzt, wenn ich billige Eigenwerbung mache, hier bei unserem Teil, ja, wir machen das selbst in der Rainer-Rossmann-Werkstatt, habe ich schon mehrfach gesagt, ist klar. Da ist das natürlich ein anderes Prinzip. Also bei uns hält der Feuerstahl auch von allein, aber eigentlich durch den Durchmesser des Feuerstahls. Und wenn der dann irgendwann weniger wird, dann musst du bei uns mit Flexicord arbeiten und das drüber hängen. Am Anfang ist, also jetzt momentan ist das überhaupt nicht notwendig, aber wenn er abgearbeitet ist, dann ist das die Sicherheit, dass er hält. Das ist, und das muss man einfach so festhalten, bei dieser Mora-Geschichte anders gelöst. Das ist anders gelöst. Dafür brauche ich aber auch genau diesen Feuerstahl hier. Also, da geht es gar nicht um den Turm, sondern ich brauche genau diesen Feuerstahl, sonst funktioniert es nicht. Aber sei es drum. Und jetzt, also, halt dir deine Ohren zu, okay? Ja, ich mache dann so, wenn du wieder wegmachen kannst. Ja? Aber es geht natürlich. Ja? Du kannst es schön packen, weil du ja die Scheide hast. Ich finde, das geht, aber zur Not geht das. Nein, das geht auf jeden Fall zur Not. Und wenn du wirklich einmal was rausarbeiten müsstest, weil du da jetzt komplett einen Ausbruch hast, wäre das auch möglich. Ich meine, du hast zwar ein paar Tage Arbeit damit, nein, Tage nicht, aber Stunden damit Arbeit, aber ja. Die Kombination ist sinnvoll.
Ich weiß, wenn ich jetzt wieder was über Jagd sage, dann gibt es da einige Jäger, die bei mir da zuschauen und sagen, redet über die Jagd, hast keine Ahnung. Stimmt. Aber könnte sein, dass wenn man das jetzt verwendet zum, nicht ein Reh, ja, sondern halt irgendwas Größeres in Schweden zum Beispiel und da herumschneiden muss und nicht mit dem Geländewagen hinfährt und dann das Viech ein bisschen runterzieht, sondern das wirklich so tragen muss, so groß und so weiter, dass es dann vielleicht cool ist, wenn man immer wieder mal nachschärfen kann. Vielleicht ist auch das eine Idee. Ich weiß es nicht, aber bitte einen bösen Kommentar. Das ist nämlich gut für den YouTube-Algorithmus und daher auch gleich einen Daumen nach oben geben. Also, ja, oder nach unten, wie du magst. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde das wirklich super. Ich finde, das ist eine sehr, 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 sehr schöne Lösung. Gefällt mir total. Made in Sweden. Ich werde das ausprobieren. Also mir taugt das total, dass ich jetzt für mein Ganzball so einen Teil habe. Ich werde das in den Langzeittest nehmen, weil bei den Überlebenstrainings, die wir hier anbieten, ist das Ganzball immer standardmäßig mit dabei. Das gebe ich dann immer den Leuten, die mit irgendwelchen anderen Messern kommen, die nicht schneiden. Und ich werde dann wieder berichten, was dieses Teil hier kann. Aber fürs Erste schaut es einmal auf jeden Fall toll aus. Natürlich billige Eigenwerbung für meine eigenen Produkte, weil ich natürlich den Irbis und das auch gut finde. Und die sind wirklich auch gut, aber du musst selbst entscheiden. Das wunderbare Buschkraftareal mit diesem Greenscreen hier, ja, das hat die Technik wieder großartig gemacht. Die spielen da alles perfekt ein. Mein Greenscreen, der ist einfach, ich meine, schau dir das an. Was die Technik heute alles schon kann, dein Rainer Rossmann aus waldurlaub.at. Bis bald und ciao, ciao.